Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn der von der Familie getrennte Vater nicht für das Kind zahlt, standen viele Mütter bisher schlechter, aber auch Alleinerziehende insgesamt. Und ja, deswegen ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass Bund und Länder sich auf einen Kompromiss einigen konnten, dass dieser Streit nun beigelegt ist und sich auch auf eine Ersatzfinanzierung haben verständigen können. Es ist nur schwierig, und das muss ich auch ganz ehrlich auf meinen Vorredner beziehen, weil es sich natürlich einreiht in eine Reihe von sinnvollen Entlastungen der Großen Koalition im Sozialbereich, aber auch im Familienbereich, wo dann am Ende nicht klar geregelt ist und wo nicht klar kompensiert werden kann, wer die Mehrkosten zahlt. Es gibt jetzt einen Kompromiss, der eingebettet in den Kompromiss zum Bund-Länder-Finanzgefüge auch von uns mitgetragen und unterstützt wird. Das ist ganz klar. Und von uns geht auch ganz klar das Signal aus, meine Damen und Herren von der CDU und FDP, dass wir die Kommunen nicht im Regen stehen lassen werden. Aber ich finde, zur Redlichkeit dieser Debatte gehört dann auch noch mal dazu, wenn Sie sich hier hinstellen und die Landesregierung auffordern, eben die Kommunen zu unterstützen und nicht alleine zu lassen, dass wir seit 2010 ein GFG hatten mit 7,6 Milliarden für die Kommunen und dass wir jetzt 40% mehr, nämlich 10,6 Milliarden drin haben. Und dass wir insgesamt im Landeshaushalt inzwischen jeden dritten Euro für unsere Kommunen ausgeben. Und das ist eine Steigerung von 70% gegenüber 2010. Also Sie brauchen uns nun wirklich nicht daran erinnern, wie es um die Lage der Kommunen bestellt ist. Und Sie brauchen uns aufgrund der Wegstrecke, die wir mit konkreten Maßnahmen und konkreten Haushalten hinterlegt haben, auch nicht daran erinnern, dass bei Mehrbelastungen das Land gefordert ist, meine Damen und Herren. Aber die vom Bund geschätzten Mehrkosten sind anzuzweifeln. Eine Schätzung ist schwierig, weil es keine Daten gibt. Darüber haben verschiedene Vorredner ja auch darauf hingewiesen. Und selbst der Bund, der einen Gutachter beauftragt hat, um die Zahlen zu verifizieren, wie groß ist der neue Empfängerkreis, was kommt an Mehrkosten zu auf Länder und Kommunen, der hat gesagt, man kann das nicht verlässlich prognostizieren. Von daher ist es für uns eine Blackbox. Und noch weniger lässt sich prognostizieren, in welchem Umfang die Kommunen auch bei Kindern ab 12 Jahren dadurch, dass sie aus dem SGB-II-Bezug rauskommen, entlastet werden. Im Rahmen der Verhandlungen wurde eine Erhöhung des Finanzierungsanteils des Bundes erreicht. Eine Aussage zur künftigen Beteiligung, so wie Sie das in Ihren Anträgen fordern, können wir aufgrund der nicht vorliegenden Datengrundlage jetzt hier nicht verlässlich treffen. Aber das, was wir auf Strecke der letzten 7 Jahre seit 2010 hier auf den Weg gebracht haben, zeigt, dass wir ein verlässlicher Partner für unsere Kommunen sind. Und das wird auch in Zukunft so bleiben, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank.